Es war auch dann so, es war so ein bisschen eine kriminelle Energie vorhanden in dem Sinne, dass also die Jugendlichen immer zum Caritas oder zu der inneren Mission gegangen sind und haben gesagt, also ich muss mal was anzuziehen haben, keine Unterwäsche und so. Und die Leute da waren ja auch geneigt, ich war Jugendlicher, nicht abgerissen, was zu geben. Aber die Jugendlichen haben das nicht für sich verbraucht, die haben das weiter kompensiert mit Zigaretten. Und damals war also unter Jugendlichen die Zigarettenwährung, obwohl viele nicht rauchen, nicht wahr? Aber es war schon was Besonderes, eine Packung Zigaretten. Chesterfield war damals und Lucky Strike. Das war also D-Mark. Wenn man also eine Packung Zigaretten hatte, das war also Besitz, das war Habe und jeder strebte danach und deshalb diese Sachen mit der Caritas und mit der inneren Mission. Und das war dann so weit ausgeufert, dass das auch fiel. Nicht wahr? Und ich wollte auch dabei sein, ich war auch das machen und so und Zigaretten haben, nicht wahr? Obwohl ich nicht rauchte. Nicht wahr? Und da bin ich da, aber weil ich katholisch bin, ich habe Verbindung mit der Kirche gehalten. Und ich muss sagen, die Kirche hat mir doch einen roten Faden gegeben, dass ich da also nicht in dieses Milieu so ein bisschen abgerutscht bin. Es könnte sein, dass man so nach dem Motto, werde denn anfängen, dass es dann weitergegangen wäre. Ja. Es ist ja so, zunächst mal ist diese Religion oder die Kirche, die ist ja so ein bisschen abstrakt, nicht wahr? Es war zu wenig konkret, nicht wahr? So, im Jugendlager hat man was. Essen, schlafen, trinken, nicht wahr? Fürsorge, Daseinsvorsorge. Aber da im, naja, aber die haben mir doch einen roten Faden gegeben. Es wurde ja viel gepredigt und gesprochen und man sollte ja trotz der Kriegsereignisse nicht wahr, doch ja, den roten Faden behalten und christliche Werte beachten. Und das habe ich so ein bisschen verinnerlicht und ich habe also danach gelebt und habe also nicht Sachen, die ich von der inneren Mission oder der Caritas bekommen habe, verschoben. Obwohl sie es sozusagen in den Fingern gejuckt hat. Natürlich, die machten das alle. Und man kam sich so ein bisschen als Außenseiter vor, wenn man das nicht machte. Wenigstens verbal nicht, nicht wahr? Ob es nun wirklich so war, aber man musste sagen, jawohl, ich mache das.